Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen gerne die Begriffe Sorten und Devisen erklären und auch mal erklären, was das so mit den Währungen auf sich hat, zum Beispiel mit dem US-Dollar. Zum Zeitpunkt, wo ich diesen Video drehe, kostet der US-Dollar ca. 1,15. Und die Frage, die sich ja stellt, ist, was heißt denn das eigentlich, diese 1,15? Das ist ja so ein bisschen verwirrend, irritierend, und da möchte ich gerne Licht ins Dunkel bringen. Kommen wir vielleicht ganz kurz zu Beginn erstmal zu den beiden Begriffen Sorten und Devisen. Von Sorten sprechen wir immer dann, wenn wir von ausländischem Bargeld sprechen. Devisen sind ausländisches Buchgeld. Bargeld bedeutet, und Sortenkurse spielen eine Rolle, wenn Sie Geld gegen Geld haben. Also beispielsweise, Sie sind im Urlaub und Sie möchten gerne US-Dollar tauschen und Sie legen an so einer Wechselstube beispielsweise am Flughafen, am Bahnhof, irgendwo in der Stadt, legen Sie Euro auf den Tisch und bitten den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, Ihnen US-Dollar dafür zu geben. Dann spielt immer der Sortenkurs eine Rolle, weil das sind Sorten. Sie tauschen Bargeld, Euro in meinem Beispiel, gegen Bargeld US-Dollar. Das ist ja heutzutage eher unüblich, dass man nun irgendwo hingeht in eine Wechselstube oder in eine Bank, um dort entsprechend Währungen umzutauschen. Heutzutage spielt es ja viel öfter eine Rolle, dass wir das über Kreditkarten zum Beispiel machen oder EC-Karten, Geldkarten der Bank. Ich gehe an den Geldautomaten und bekomme dann dort die Fremdwährung US-Dollar, britische Pfund, polnische Zloty, Schweizer Franken, egal wo ich mich aufhalte, meistens geht man ja inzwischen an den Geldautomaten, dann spielt immer der Devisenkurs eine Rolle. Da werden wir auch noch im Verlauf des Videos kurz drauf zu sprechen kommen, was die Kurse anbelangt. Dann ist es immer der Devisenkurs und wir können uns an der Stelle schon mal merken, der Kurs ist immer viel, viel günstiger für uns als Kunden als der Sortenkurs. Die Sortenkurse, die sind immer ganz schlecht, das ist ungünstig und deshalb an der Stelle auch schon mal mein Tipp, das sollte man, soweit es irgendwie geht, vermeiden, Bargeld gegen Bargeld zu tauschen, weil da bekommt man immer ganz schlechte Kurse, das lohnt sich im Regelfall nicht. Gut. Das vielleicht nochmal kurz zu den Begriffen Sorten und Devisen, da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Und nun vielleicht so zu dem US-Dollar-Kurs, zu Fremdwährungskursen. Aktuell, wie gesagt, ist der US-Dollar so ungefähr bei 1,15. Und was heißt denn das eigentlich, so diese 1,15? Das haben Sie sich ja vielleicht auch schon mal gefragt. Und gleichzeitig haben Sie sich auch schon mal gefragt, vor noch nicht allzu langer Zeit, da stand der Dollar zum Beispiel bei 1,20. Oder vor noch längerer Zeit stand der US-Dollar bei 1,10 auch mal. Und die Frage ja, was ist besser für mich? Wenn wir das jetzt aus deutscher Sicht mal betrachten, wir fahren in die USA, machen wir mal das Beispiel, wir fahren in die USA. Welcher Kurs ist denn eigentlich besser? Der aktuelle ist 1,15, an dem komme ich nicht vorbei. Ist 1,20 für mich günstiger? Ist 1,10 für mich günstiger? Das ist relativ schwierig zu, erstmal so, wenn man keine Ahnung hat, davon zu beantworten. Und das klären wir jetzt. Zwei Sätze noch ganz kurz, wie war es in der Vergangenheit zu D-Mark-Zeiten? Wir haben schon lange die D-Mark nicht mehr und viele von Ihnen können sich gar nicht mehr an die D-Mark erinnern. Ohne sagen zu wollen, dass früher alles besser war, das war früher einfacher. Früher war es so, dass der US-Dollar beispielsweise 2 Mark gekostet hat. Und wenn er 2,50 Mark oder 3 D-Mark gekostet hat, dann wusste jeder aus deutscher Sicht, oh, das ist teurer, 2 Mark ist besser als 2,50 oder 3 D-Mark. Weil wir haben früher immer eine sogenannte Preisnotierung gehabt. In D-Mark-Zeiten haben wir hier eine Preisnotierung gehabt. Das heißt, wir haben immer einen US-Dollar, einen Schweizer Franken, ein britisches Pfund. Und dann stand daneben immer, wie viel kostet das in D-Mark. Mit der Euro-Einführung ist das System umgestellt worden und wir haben heutzutage keine Preisnotierung mehr, sondern eine Mengennotierung. Das ist ganz wichtig, dass wir uns das merken, weil das ist nämlich auch schon die Erklärung, was bedeutet denn 1,15. Wir merken uns, dass wir heutzutage eine sogenannte Mengennotierung haben. Ich schreibe das jetzt den Begriff auch mal ganz
kurz an, weil das so wichtig ist zu wissen. Das bedeutet, 1,15 heißt, wie viel Menge US-Dollar bekomme ich für einen Euro? Das gleiche gilt für andere Fremdwährungen wie den Schweizer Franken, den Austral-Dollar, was auch den kanadischen Dollar, den polnischen Zloty, tschechische Kronen, egal welche Währung Sie haben. Wir haben bei den Angaben heute immer eine sogenannte Mengennotierung. Das heißt, wenn Sie die Kurse sich ansehen, dann wissen Sie, wie viel Fremdwährung bekomme ich für einen Euro. Wie viel US-Dollar bekomme ich? Wie viel kanadische Dollar bekomme ich? Wie viel Schweizer Franken bekomme ich? Wie viel polnisches Zloty bekomme ich? Immer die Menge, immer bezogen auf einen Euro. Und das bedeutet, wenn Sie im Fernsehen sehen, im Internet sehen, in der Zeitung sehen, der US-Dollar steht aktuell bei 1,15, dann bedeutet das, um es nochmal kurz zu wiederholen, ich bekomme für einen Euro 1,15 Dollar. Ich bin ja immer so ein praktischer Mensch und ich stehe ja auch dem Essen positiv gegenüber, wie man das offensichtlich sieht. So, ich bin in den USA und ich kaufe mir eine Pizza. Ich kaufe mir irgendwo in den USA, gehe ich in eine Pizzeria rein und kaufe mir dort eine Pizza. Die kostet 10 Dollar. Und die Frage ist natürlich jetzt hier, was kostet das in Euro umgerechnet? Ich hätte gerne mal so ein Gefühl dafür, ist das eigentlich die Pizza teuer? Ist sie billiger als in meiner Lieblingspizzeria in Deutschland? Ist sie teurer als in meiner Lieblingspizzeria? Und so weiter und so fort. Und ich weiß ja, dass der Dollar 1,15 ist. Sie können ja jetzt schon mal überlegen, kostet diese Pizza jetzt mehr als 10 Euro? Also zum Beispiel, das ließe sich ja leicht umrechnen, kostet die jetzt 11,50 Euro die Pizza? Oder kostet sie entsprechend weniger? Das ist die Frage. Da können Sie ja mal eine Sekunde drüber nachdenken und dann rechne ich es Ihnen auch sofort aus. Also, wir haben ja gerade gesagt, wir haben Mengennotierung. Das heißt, das bedeutet, für einen Euro bekomme ich 1,15 Dollar. Das bedeutet, wenn ich etwas kaufe, was 10 US-Dollar kostet, dann ist das in Euro günstiger als 10. Das ist, wenn Sie jetzt sagen, diese Pizza kostet 11,50 Euro, dann wäre das falsch. Weil hier oben steht ja, Sie bekommen für einen Euro 1,15 Dollar. Das ist ja mehr als der 1 Euro, also muss ja der Preis entsprechend darunter liegen. Und um das Rätsel zur Lösung, wenn Sie möchten, können Sie es nachher nochmal gerne nachrechnen, diese Pizza würde 8,70 Euro kosten. Ja, weil Sie haben ja für Ihren 1 Euro mehr als 1 Dollar bekommen, nämlich 1,15 Dollar. Deshalb hier das runter. Und damit auch nochmal die Frage an Sie. Ich hatte ja gesagt, in der Vergangenheit, der Dollar war auch schon mal bei 1,10. Der Dollar war auch schon mal 1,20. Aus unserer Sicht, aus der Euro-Sicht, was ist für uns also, wenn wir in die USA in den Urlaub fahren oder im Internet etwas kaufen und bei eBay beispielsweise und der Verkäufer hat dort eine US-Dollar-Notierung, was ist für uns besser? Ist 1,20 besser als Kurs oder ist 1,10 besser für uns aus unserer Eurosicht? Die Antwort ist ganz klar. 1,20 ist besser. Auch wenn es vielleicht erstmal ein ganz klein bisschen komisch aussieht. Instinktiv würde man ja sagen, ja, 1,10 ist ja mal. Wir sind gewöhnt, dass etwas, was niedriger ist, besser für uns ist. In diesem Fall ist es aber nicht so. Weil, Sie dürfen mir ja nicht vergessen, hier ist ja eine Mengennotierung. Ich komme immer wieder auf den Begriff zurück. Und die Frage ist ja, wie viel bekomme ich für einen Euro? Im Moment bekomme ich für einen Euro 1,15 Dollar. Wenn 1,20 wäre das besser. Dann würde ich für meinen Euro 1,20 Dollar bekommen. Ich würde mehr Dollar zur Verfügung gestellt bekommen für meine Euromenge. Der Urlaub würde in den USA beispielsweise für mich günstiger werden oder der Einkauf im Internet auf Dollarbasis würde günstiger für mich werden. 1,10 wäre schlechter.
weil dann würde ich ja für meinen Euro nur 1,10 Dollar bekommen, also weniger Menge. Ja? Also immer überlegen aus unserer Sicht, was ist da entsprechend günstiger. Und jetzt zum Schluss noch einen Tipp, Bezug nehmen auf das, was ich zum Anfang gesagt habe, zu den Begriffen Sorten und Devisen. Wenn Sie im Ausland sind oder Ihre Reise auch vorbereiten, dann ist mein persönlicher Tipp, so mache ich das selber auch, gehen Sie nicht vorher Fremdwährung tauschen. Ja, wenn Sie Ihre USA-Reise planen oder in die Schweiz fahren oder was auch immer, na, gehen Sie nicht in eine Bank, gehen Sie nicht in eine Wechselstube, um dort dann entsprechend sich die Fremdwährung zu besorgen, weil dann müssen Sie ja den Sortenkurs bezahlen. Da ist immer eine große Spanne, das ist ja für die Bank, für die Wechselstube auch aufwendig und dementsprechend sind die Kosten da höher. Gehen Sie mit Ihrer Karte mit Ihrer Kreditkarte beispielsweise an den Geldautomaten, dann im Land, am Flughafen, finden Sie überall und heben Sie dort erstmal Geld ab. Sie kriegen einen viel, viel besseren Kurs, als wenn Sie das über den Sortenkurs laufen lassen. Ja, das vielleicht nochmal als Tipp. Und noch ein allerletzter Tipp in dem Zusammenhang. Ich reise selber gerne viel und mir fällt auf, immer mehr in Ländern, also wir reden jetzt über außerhalb der Eurozone, dass es immer populärer wird, wenn Sie dort am Geldautomaten Geld abheben, dass Ihnen gleich ein Umtauschkurs vorgeschlagen wird. Das habe ich jetzt gerade erst kürzlich wieder in Großbritannien erlebt. Das habe ich in der Schweiz in diesem Jahr auch schon erlebt, dass Sie dann dort angeboten bekommen, dass sofort umgerechnet wird in den Euro. Machen Sie das bitte nicht. Das ist ein miserabler Kurs, den Sie dort zur Verfügung gestellt bekommen. Teilweise sind das 10-15%, die dort Aufschlag berechnet werden. Sie können sich ja dann mal den Euro-Kurs, der Ihnen dort am Automaten vorgeschlagen wird, die Endsumme, merken und vergleichen das ein paar Tage später, indem Sie dann im Online-Banking gucken, wie viel Ihrem Konto tatsächlich belastet wurde. Ja? Und dann werden Sie sehen, dass das richtig große Unterschiede sind. Ich habe den Spaß neulich mal gemacht, als ich in Großbritannien gewesen bin. Da habe ich so umgerechnet ungefähr 500 Euro am Automaten in britischen Pfund natürlich dann abgehoben. Und das sind in etwa 60 Euro gewesen, die ich hier dann in Deutschland bei meiner Bank weniger bezahlt habe, als wenn dort die Umrechnung erfolgt wäre. Also richtig viel Geld. Und das ist da, glaube ich, nochmal ein Tipp, wo man wirklich prima sparen kann. Gut, dann haben Sie das hoffentlich verstanden, die Thematik. Gucken Sie sich meine weiteren Videos an. Ich habe ganz, ganz viele Videos auch zu Devisen, Devisenterminkursen, Auslandsgeschäft, aber auch Wertpapiergeschäft, Kreditgeschäft und so weiter und so fort. Gerne abonnieren Sie meinen Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Okay, ich bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute und bis demnächst. Tschüss!